Shiva. Lace Mamba. Intro. 6. Juni 1966. Lucius. Oh ja. Und damit ein herzliches Willkommen, liebe Leute, zu einem neuen Let's Play. Wir spielen Lucius. Ach ja, ein Spiel, das ziemlich viel stark kritisiert wird. Trotzdem lese ich erstmal die datischen Fakten. Datischen, sagt man das? Datischen? Daten. Die Daten vor. Bevor ich zum Teil des Intros komme, zu dem ich vielleicht noch was sagen sollte zu diesem Spiel. Aber das sage ich gleich. 26. Oktober 2012 ist das Spiel erschienen. Ist also schon eine Weile her. Aber seit ich das damals bei Gronkh geguckt habe, wollte ich das eigentlich immer gespielt haben. Bis es indiziert wurde. Wie gesagt, dazu komme ich gleich. Studio ist Shiva Games, habe ich gerade schon gesagt. Publisher ist Lace Mamba. Es ist ein Horror-Adventure-Spiel ab 18 Jahren. Und es ist, wie gesagt, nicht legal in Deutschland zu kaufen. Ja, jetzt habe ich das Spiel aber trotzdem und habe keine Ahnung, ob das mir gesperrt wird oder sonst was. Für den Fall, dass ihr es noch mitbekommt hier auf dem Kanal, freut euch. Solange ich es aufnehmen kann und hochladen kann, werde ich das tun. Und ich werde es auch eigentlich nur dann tun, wenn ihr dabei seid. Weil das Spiel ist so ein bisschen kritisiert worden davor, dass es inhaltlich darum geht, dass man halt den Sohn des Teufels spielt, im Haus Leute umbringt und einen keiner dabei bemerken soll und man halt quasi Mordpläne ausheckt und dabei spielt man einen kleinen 6-jährigen Jungen. Ja, das ist so. Ja, das werde ich jetzt den ersten Part lang machen. Mal gucken, was uns erwartet. Ich habe das, wie gesagt, damals als Let's Play bei Gronkh geguckt und fand, er hat das ziemlich gut gemacht. Das war für mich sehr amüsant und unterhaltsam. Aber für andere, die denken sich, um Gottes Willen, wie kann man denn sowas spielen? Und es ist ja nicht ohne Grund gesperrt und so weiter und so fort. Ich habe ja nun aber, wie ihr wisst, auch schon andere Survival-Horror-Titel gespielt, wie Silent Hill, was ja auch ziemlich makaberer Scheiß ist. Voll der Horror-Shit halt. Genauso wie Outlast oder sonst was. Und, ich bin so jemand, der hat so ein bisschen schwarzen Humor. Ich kann das ab und zu. Die Spielmusik macht mich ein bisschen nervös schon, aber egal. Ja, ich mache mal hier mein Profil schon mal. Schreibt mir einfach in die Kommentare, ob ihr das Spiel weitersehen wollt. Mal abgesehen davon, ob YouTube mir das Spiel eh sperrt oder nicht. Falls es nicht gesperrt wird, dann mache ich weiter. Aber nur, wenn ihr sagt, ja, geiler Scheiß, mach weiter, Alexis. Ich stehe drauf, weiß aber selber nicht, warum halt. Oder nein, das geht zu weit. Das ist ein kleiner Junge, das machen wir nicht. Und deswegen würde ich sagen, für alle die Leute, die das sehen mögen,
Schreibt mir die auch mal in die Kommentare irgendwie was rein oder so, damit ich nicht so ein schlechtes Gewissen habe. Und dann würde ich sagen, ja, dann, ja, die... Wir dürfen natürlich auch einen Kommentar da lassen, das ist ja wohl klar. Ich lese mir das alles durch. Und dann lege ich jetzt erstmal mit dem ersten Part los, ne? Weil jetzt habe ich das Spiel und ja, ich habe da jetzt schon ein bisschen Bock zu. Aber wie gesagt, nur wenn ihr dabei seid. Sonst mache ich den Scheiß alleine. Okay, oder vielleicht auch nicht. Mal gucken. Neues Spiel. Und viel Spaß. Einige Leute haben einen schwächeren Geist und können manipuliert werden. Ach, schön. Ja, ich trage übrigens eine Brille. Also nicht, also ich trage keine Brille im Alltag. Das ist eigentlich meine Autofahrbrille, aber ich habe kein Auto. Aber es ist nicht schlecht, wenn ich ab und zu eine Brille trage vorm Monitor. Für alle, die sich jetzt wundern, her, seit wann trägt Alexis eine Brille? Ja. Das ist halt besser für die Augen und so, ne? Gleich geht's los mit dem kleinen Lucius. 6. Juni 1972. Kalt wie die Hölle. Geburtstag! Für wen denn? Für den kleinen Lucius? Zeit, die Kerzen auszupusten. Denk dran, dir etwas zu wünschen, Schatz. Lucius! Das ist mein Junge. Sehr gut. Happy Birthday, kleiner Satan. Glückwunsch zum Geburtstag, Junge. Kind. Hast du das gesehen, Dad? Mann, werden die schnell groß. Ich wette, du erinnerst dich an meinen 6. Geburtstag, als wär's gestern. Mary, kannst du bitte aufräumen? Lucius kann dir mit dem Geschirr helfen. Er darf heute länger aufbleiben und mit seinen neuen Sachen spielen. Aber nicht länger als 10. Ja, Ma'am. Später, am gleichen Abend. Der sieht ja auch schon so ein bisschen tot aus. So ein bisschen mimiklos. Mach dich bettfertig. Und jetzt kann ich hier spielen. Ich spiele übrigens mit Gamepad. Aber irgendwie läuft der nicht wirklich gerade. Warum läuft der denn nicht? Okay. Kannst du mal laufen? Okay, ich habe hier das Steuerkreuz. Da passieren irgendwelche Sachen. Ich kann auch gucken, aber ich kann nicht laufen. Das hätte ich vielleicht mal ausprobieren sollen. Escape Option. Ich muss jetzt mal eben in die Steuerung, sorry. Wo haben wir das denn hier nochmal? Eigentlich hätte ich das schon mal Steuerung anpassen. So. Ach, ich freue mich ja, ne? Ein bisschen freue ich mich jetzt schon. Mit meinem schwarzen Humor. Hast du das jetzt ausgewählt oder? So kannst du gucken oder nicht laufen. Machtstufe. Oh, guck mal, jetzt geht er. Der Kleine. Können wir das nehmen? Nimm das mal auf. Ah, hier. So. Ah, okay. So, jetzt haben wir so ein kleines Schloss genommen. Sollen wir das Vorhängeschloss nehmen und dann, die da drinnen und so schon mal einsperren? Oh. Je länger
du mir in die Quere kommst, desto länger brauche ich. So, pass mal auf, du. Ich komm dir jetzt mal in die Quere. Aber so richtig. Beziehungsweise du bist mir in die Quere gekommen. Ja, jetzt machen wir erstmal das Schloss davor. So macht man das. Können wir noch was lernen? Ja, wunderbar. Das erste Blut. Bekomme ich gleich eine Errungenschaft dafür. Ein bisschen kalt jetzt. Ja. Jetzt mal nicht so einen dummen Spruch abgelassen. Aber die tut mir schon ein bisschen leid. Hallo, lass mich jemand raus. Aber niemand hat sie rausgelassen. Niemand hat sie rausgelassen. Und da geht der kleine Lucius ins Bett. Mimik los. Aber ist schon böse, ne? Sehr böse. Böser Lucifer. Ich habe das Puzzle zusammengesetzt. Alles fing damals an mit der Geburt eines kleinen Kindes. Dante Manor war ein Ort voller Dunkelheit. Einiges kam zutage und anderes blieb verborgen. Ich wollte helfen. Hätte mich aber nicht so hineinziehen lassen dürfen. Doch wie die Dinge sich entwickeln, wenn wir erst einmal Teil des Geschehens sind, ich kann nicht alles erklären. Für meinen Teil lehne ich die Verantwortung ab. Aber es ist da. Das Zeichen. Ein Zeichen, das ich hätte bemerken müssen. An seiner Quelle. Im Mittelpunkt von allem stand der Junge. Wer sitzt denn da? Lucius, da bist du ja. Und hier bin ich. Endlich. Von Angesicht zu Angesicht. Es ist in Ordnung. Du kannst mir trauen. Du weißt, wer ich bin, oder? Ich möchte mit dir über deine Berufung sprechen, mein Junge. Jedes Opfer, das du mir bringst, macht dich größer und stärker. Es ist einfach, Lucius. Du kannst deine Zukunft beeinflussen und ein Herr über alles werden. Aber so viel zu tun, so viel liegt vor dir. Ich habe ein paar Sachen für mein Geburtstagskind. Dort auf dem Tisch. Oh, das ist voll nett. Oh, ich krieg ein Geburtstagsgeschenk. Inventarobjekt. Was ist das hier noch mehr? Was ist denn das hier? Ach, eine Taschenlampe. Mit Batterien natürlich. Und? Und die kleine Spieluhr. So, und jetzt können wir den Kram hier angucken. Du wirst dieses Notizbuch brauchen. Es wird dir auf deiner Reise nützlich sein.
Ja. Benehmensstatus. Notizbuch Kapitel 0, Hausarbeit. Tagebuch. Lucifer, ich habe ein paar Sachen für dich, mein dort auf dem Tisch. Aber so viel zu tun, so viel liegt vor dir. Es ist einfach, Lucius, du kannst deine Zukunft beeinflussen, ein Herr über alles werden. Ich möchte mit dir über deine Berufung zu sprechen, mein Junge. Jedes Opfer, das du mir bringst, macht dich größer und stärker. Es ist, und du kannst mir trauen, du weißt, wer ich bin, oder? Ach, das hatten wir ja schon. Gezeichnet. Mary macht den Kühlraum sauber. Ach, Mary hieß die. Ich habe auf dem Tisch eine... Mary ist erfroren, ich sollte das vorhin geschlossen holen, damit mich nicht mehr... Habe ich schon. Und sie ja. Eine Taschenlampe. Ach, eine Taschenlampe. Sie wird dir helfen, nachts den Ach, Weg war das jetzt finden. Das Geschenk oder das Buch? Nur zu. Nimm deine neuen Spielsachen und probier sie aus. Ich verstehe ihn gar nicht so gut irgendwie. Ich weiß gar nicht, warum er so leise ist. Aber okay. Wir werden das jetzt natürlich alles mal ausprobieren. Wir gehen mal... Können wir raus? Nein, ich soll das benutzen. Okay, wie benutze ich das? Nimm die Taschenlampe und die Batterie vom Tisch und öffne dein Inventar. So ein schlauer Junge. Ja, Taschenlampe. Batterien. Kann ich das irgendwie kombinieren? Drücken von B auf den Button, drücke ich dann so. Und geht das jetzt, oder? Ah. Kombiniert. Lucius, ja? Du musst jetzt eine Kleinigkeit erledigen. Es ist wichtig, dass du nicht erwischt wirst. In der Küche ist das Schloss noch an der Kühlraumtür. Du musst das Vorhängeschloss holen, Lucius, und es verstecken, sodass niemand es findet. Andernfalls wirst du entdeckt. Und glaube mir, du willst nicht, dass das passiert. Nee, möchte ich Geh nicht. Geh jetzt, hol das Vorhängeschloss. Ja. Bevor die Erwachsenen aufwachen. Okay. Sind wir jetzt wieder... Ah, so. Jetzt kommen wir wieder in die... Normale Welt. Benutze deine Karte, wenn du dich verläufst. Ach so. Dramatische Musik. Benutze deine Karte, wenn du dich verläufst. Jetzt nehmen wir die, das Vorhängeschloss weg. Damit der kleine Lucius auch nicht entdeckt wird. Wir wollen ja nicht gleich bei unserem ersten Mord, dass das Spiel vorbei ist. Es wäre ja langweilig. Wir haben ja noch einiges zu tun. So, pass mal auf. Steht er? Ach so. Dann sind wir mit einem Haus. Dann sind wir wieder. Vielleicht bildet er sich das ja auch nur ein, wenn er immer schläft. Öffne die Karte durch Drücken von Right Bumper. Laufen. Left Trigger. Können wir uns erstmal hier ein bisschen umgucken? Oh, was haben wir denn hier noch so? Oh, guck mal. Ein Ball. Wirf den mal. Nee, du sollst ihn werfen. Ach, ah, jetzt können wir hier, ah, guck mal hier. So Silent Hill-mäßig mit Taschenlampe irgendwie. Ist schon cool. Kannst du den Ball nicht mal richtig werfen, oder? Das ist unsere Karte. Die will ich aber nicht, will das jetzt mal werfen hier. Wirf ihn doch mal. Nicht so motivationslos. Ja gut, dann nicht. Oder bin ich zu doof zum Werfen? Das sieht so ein bisschen doof aus. Haben wir denn hier noch? Mama hat ja auch gesagt, dass ich aufräumen soll. Oder hat die das gesagt? Ich erinnere mich jedenfalls daran, dass mal gesagt wurde, dass er aufräumen soll. Vielleicht kommt das noch. So, ja. Tschüss. Was ist denn hier direkt gegenüber? Also wir sind da und wir sollen da lang. Da wohnen wir, da ist, gegenüber sind die Eltern, deswegen ist die Tür wahrscheinlich rot. Ach, das finden wir schon. Das kann ja nicht so schwer sein. So, jetzt laufen wir mal. Wir laufen mal. Doch, ich bin richtig. Bin ich hier richtig? Nein, das ist ein Gästeraum. Mhm. Das war das obere Stockwerk. Was ist mit Kreuzen? Was stand da gerade? Weiß ich nicht, was da stand. Da ist die Kühldings, glaube ich, jetzt gleich. Irgendwie macht das hier aber immer an der Stelle so bumm. Irgendwas stand da mit Kreuz. Hängen hier Kreuze? Die sind nicht schön.
Das ist nicht in Ordnung für ihn. Der mag das nicht. Die müssen wir wegpacken, glaube ich. So erinnere ich mich jedenfalls. Ich habe es, wie gesagt, nie selber gespielt, aber können wir die Lichtschalter eigentlich benutzen? Wir können es auch ausmachen, alles klar. Okay. Ja. Da sollen wir aber nicht rein. Wo sind wir denn jetzt? Wir sollen da lang. Okay. Aha. Ich lasse das Licht mal hier aus, falls es welches gibt. Hier ist auch eine schöne... Ach, hier ist ein Bummer, das schon wieder. So eine Geburtstagstorte. Weil wir Geburtstag hatten. Wo ist jetzt hier? Warum macht das immer so... Dürfen wir nicht entdeckt werden? Oder warum? Ist das so... Ist auch so rot unten und ist immer so gefährlich. Guck mal hier jetzt. Da! Ach, guck mal, hier ist ein... So ein Kreuz. Was meinen damit? Steht da irgendwas? Weiß ich nicht, ist irgendwie... Werden wir dann entdeckt oder was? Weiß ich nicht. Hm. Finden wir hier irgendwas Wichtiges? Ein bisschen Schiss, entdeckt zu werden. Weiß gerade nicht, was los ist. Können wir mit dem irgendwas machen? Weil ich habe das nicht gelesen gehabt so schnell. Ah! Guck mal jetzt. Geil, jetzt haben wir das umgedreht. Jetzt fühle ich mich schon viel besser. Der kleine Lusch ist bestimmt auch. So. Also ich soll da irgendwie durch. Wo ist sie denn? Da ist es. So, das haben wir jetzt. Telekinese. Das hier... Oh, zurück. Detective MacGuffin, was haben wir hier? Sieht nach Herzinfarkt aus, Sir. Die Frau ist im Kühlraum zusammengebrochen. Grund ist wahrscheinlich der plötzliche Temperaturwechsel. Sie war Mitte 50. Typisch für Frauen ihres Alters. Haben Sie mit dem Hausbesitzer gesprochen? Nein, Sir. Sie erwarten Sie in der Küche. Wie kann so etwas geschehen, Detective? War das irgend so ein Anfall? Wir schauen's uns an. Aber es sieht aus wie ein Unglück. Bleiben Sie von der Küche fern. Das Personal soll uns nicht beim Aufräumen stören. Entspannen Sie sich. Lassen Sie wieder Alltag einkehren. Danke, Detective. Wir geben unser Bestes. Bleibt doch niemand von allein in der Kühlkammer und erfriert dann da. 12. Juli 1972. Rauchen tötet. Wurde schon oft genug gesagt. Aber erst Lucius musste sich darum kümmern. Und irgendjemand hat die Warnung wieder nicht ernst genommen. Hi, Jean. Gott sei Dank bist du hier. Es ist ein Chaos. Das könnte in einem Wahljahr wirklich negative Auswirkungen haben. Das ist Privatsache und ein unglücklicher Unfall. Die Presse hält sich da raus. Dafür habe ich gesorgt. Ich konnte immer auf dich zählen, Jean. Fühl dich wie zu Hause, ich muss noch was klären. Klingel nach Alistair, wenn du was brauchst. Lass dir Zeit dabei. Ja, und damit sind wir auch zurück mit dem kleinen Lucius in seinem kleinen netten Zimmer. So hell hier auf einmal. Ja. Wow, ich muss mich ja auch mal ein bisschen umgucken hier. Kannst du den Teddy? Auch? Okay. Dann wollen wir mal das Notizbuch angucken. Ging dann das nochmal? Nein, nicht die Taschenlampe da. So, 12. Juli 72, Rauchen tötet, Benehmensstatus, Hausarbeit. Lass dir Zeit.
man das jetzt hier da? Mary macht einen Kühlschrank. Ich habe das vorhin Schloss geholt. Am besten in die Tasche damit, damit es niemand sieht. Vielleicht ist es noch nützlich. So. Und nun? Nix? Wie es weitergeht, erfahren wir im nächsten Part, wenn ihr möchtet, im Spiel Lucius. Mit dem kleinen... Können wir den nochmal von vorne sehen? Ne, er dreht sich immer mit, ne? Schade. Schade. Ball spielen. So, ja, das sehen wir im nächsten Part, Leute. Hinterlasst mir doch einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat, oder einen Kommentar oder wie auch immer. Ich freue mich auf euer Feedback. Und dann geht's weiter, vielleicht im nächsten Part. Bis dann!